Hey, ich wollte euch eine Frage stellen über dieses Sinan-Thema in Bezug auf Ruth. Wir haben ja alle ältere Brüder, ich habe kleinere Brüder. Würdet. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, was wir jetzt sagen, weil die sind Nee, hinterher mit alles Anzeigen und so, gut. ne? Peace. Ey, Ruth, ich gucke die ganze Zeit deine Streams gegen Belasch, diesen Lachkick. Aber würdet ihr euren Bruder so verteidigen? Also ist das ehrenhaft von Ruth, dass er seinen Bruder so verteidigt? Oder ist das, geht nicht klar? Wir haben alles kleine Brüder, wir haben alles ältere Brüder. Würden eure Brüder euch so verteidigen? Würde ich meinen kleinen Bruder so verteidigen? Die Frage habe ich mich echt mal gestellt. Das Ding ist, ich habe jetzt nicht ganz verfolgt, wie er ihn verteidigt, weil Sehr ich glaube. crazy. Sehr crazy. Also er kommt in Streams, er beleidigt Belasch von oben bis unten, weil er dieses Video, ne, publik gemacht hat. Er geht gegen Marvin. Das Video echt ist. Ja. Oder, also Gott sei Dank habe ich so einen Bruder nicht. Was kann ich sagen? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bruder. So, und ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht in dieser Situation bin. So. Ich kann es dir nicht Schwierig, sagen. Kann schwierig. ich dir wirklich nicht Aber man sagen. würde seinem Bruder, glaube ich, vieles verteidigen und verzeihen. Ja, aber also. Verteidigen auf Das jeden ist ein Fall so, hartes aber. Thema, Digga. Hart, ne? Guck mal, ich bin so ein Typ, ich will das Beste für meinen Bruder wollen. So, ne? Und wenn ich merke, so, ich habe einen Bruder, der dann irgendwie, weißt du, wirklich so voll abgespaced ist, dann würde ich halt eben so den besten Psychologen suchen oder den besten Hodja. Das Ja. suchen so für ihn, so weiß ich meine. Also ich sag mal so, ich glaube, mein Bruder wird mich komplett aus der Öffentlichkeit rausnehmen. Also ich dürfte, glaube ich, gar nichts mehr machen, Okay. was Öffentlichkeit Genau, angeht. weil das ist am Ende des Tages dann schon eine gute Verteidigung. Aber wenn dein Für Bruder ihn, immer für noch in ihn. der Öffentlichkeit ist, ne, was er ja ist, er lebt ja vom Streaming der Roos. Dann ist er selber schuld, Das dass er das heißt, kriegt macht. er die ganze Zeit ja auch dann diese Fragen gestellt und dies, das, wie sollte man reagieren? Also, weil ich sehe, man kann es ja Aber jetzt stell dir auf. vor, du hast so einen Bruder, also ich weiß jetzt nicht, ne, aber so ein Sinan G, so ich. Aber das Ding, man kann sich Aber das gar nicht lass mich nur vorstellen. eben ganz kurz einmal, weil ich feiere den Typen nicht. Das ist irgendwie für mich so voller Lügner, richtiger Schauspieler, also wirklich, ne? Und wenn ich so einen Bruder habe, so ich würde ihn nicht verteidigen, Bro, sag ich dir ganz ehrlich, Okay, Alter. So, okay, weißt du, wie ich meine? okay. Wenn er jetzt immer irgendwie, wenn ich weiß, hey, ich will gar nicht verurteilen oder so, ne? Will ich gar Ja. nicht so, ne? Aber weil richtig und falsch ist er immer aus dem Kontext gezogen. Ne? So, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich jemanden irgendwie verletze, ist das falsch. Aber in einem Boxring, ja, dann ist es Im sogar, Kontext okay. dann muss ich ihn ja verletzen. So, weißt du, was ich meine? So, und in dem Kontext dann, würde ich sagen, hat er sehr, sehr viel falsch gemacht, wo ich dann sagen würde, nee, ich würde ihn nicht mehr verteidigen. So, weißt Okay, du? Weißt du? Auch einfach menschlich gesehen so. Aber weiß, okay, ich habe einen Bruder so. Und ich weiß, in ihm ist noch das Gute, ja, dann würde ich ihn schon Aber das sieht man ja verteidigen. immer in seinem Bruder. Meinst du? Ich denke Wir schon. ja, wir ja. Aber wird das so jeder machen? Ich denke schon. Ich denke, Aber wir dass. können ja auch nicht unsere Beziehung zu unseren Ja, Brüdern darauf beziehen, darauf ist beziehen, wie auch nochmal deren schwierig, Beziehung wenn ist. beide Brüder Fame sind und so. Ist Ja, ganz schwer. total ganz viele andere Sachen, so, die einfach anders sind, Ja, weißt der du? Grund, warum ich das Thema auch anschneide, ist, ich sag dir Bin ehrlich, voll ich hab. reingekackt mit dem Thema jetzt auf Wieso? Ja, einmal. musste einfach rein, weil wir haben Tate erwähnt und es war so ein bisschen diese. Ich habe auch in letzter Zeit mir ein bisschen viel so Room Streams gegeben, weil ich das einfach interessant fand, Ich kann mir es wie nicht geben, der Bruder. austickt, so, weißt du? Weil der Typ, der dreht wirklich durch. Also der hat Aber Belasch was hältst du vom Flair? Was hältst du Er vom war der Flair? Erste, der mich repostet hat. Shoutout an Flair, Ja, du aber weißt sag mal, Bescheid. weil er ja wiederum ist ja so der Dritte, weißt du? So, Ja, und aber er Flair. verteidigt ja auch nochmal das, oder er unterstützt ja so das, Ey, was Rouge wir macht. müssen einblenden, was Flair gesagt hat. Flair ist so witzig, der so, ey, was habt ihr mit Sinan gemacht? Der ist einfach ein behinderter Typ, der Scheiße gelabert hat. Und dann wieder so. Ich hab. Weißt du, was ich. Das Ding ist so, Alter. ich will gar nicht zu tief in diese Thematiken Ja, rein, lass mal die was ich Scheiße von denen sein, halte Alter. oder nicht. Analysieren, Ne? scheiß mal drauf, ey. Brauchen wir nicht analysieren. Ich habe es kurz mal so angeschnitten, weil ich in letzter Zeit einfach mich damit beschäftigt habe, mit wie man mit öffentlichen Skandalen umgeht. Deswegen war das ja auch so mit Andrew Tate das Thema, ne? Ist er, weil er auch sehr interessant damit umgeht. So, er hat auch seinen Ton über Frauen ein bisschen geändert, der Bruder. Ja. It takes bravery to love somebody. It's very easy to just run around and fuck girls and not love any of them. That doesn't make you a hero. You're a hero if you love someone who you know can break your heart. Der ist ein bisschen weicher geworden. Der tut Mittlerweile zu geht viel er mehr Wasser auf aus Männer, Plastikflaschen weißt anscheinend, ja. du? Weil letztlich glaube ich auch dachte, wenn ich hier übertreibe, bin ich im Film. Aber der beste Film, den ihr euch geben könnt, ist der Stay Improved Film. Deswegen folgt uns auf allen Plattformen. Und wenn ihr denkt, Macher reden zu viel oder reden nur Blödsinn, nein, Macher Mach reden reden manchmal. manchmal. Stay Improved Podcast.